Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Keep Talking and Nobody Explodes. Mit dabei sind natürlich wie immer meine Bombenentschärfungsexperten. Das wären einmal der Run. Ja, schönen guten Tag zusammen. Und der Spielekaiser. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Hallo. So, Run ist heute etwas schüchtern, er möchte keine Ansage machen. Ja. Nein, ich fühle mich heute nicht so wohl und das ist halt... Das will auch immer gut überdacht sein. Deshalb denke ich über sowas nicht nach und quassel einfach. Das geht ganz gut. So, wir haben hier die nächste Bombe. Da steht Who's on First. Wir vermuten, dass das mehrere Display-Dinger werden. 4 Stück. Und wir haben uns mal darüber unterhalten, wie wir da vorgehen. Also wir gehen da jetzt nicht ganz planlos ran, aber wir wissen noch nicht, was es wird. Wir werden das synchron machen. Ne? Ja. Geordnetes Chaos. Oder? Multitasking nennt sich das. Eben hattet ihr euch zuversichtlich angehört. 3 Minuten 30, 4 Module, kein Strike. Also wir dürfen keinen Fehler machen. Okay, ich starte. Wir fangen mit Run an, ne? Ja, schieß los. Ja, ist noch am Laden. Es ist noch dunkel alles hier. Okay, Run, dein erstes hat Display. Hat Display, unten rechts. Unten rechts ist Nothing. Flo. U-R-E. Mitte rechts. Mitte rechts ist U-R-E auch. Run, hast du was? Hast du U dreimal H? Nein. Right? Ja. Okay. Right habe ich. Nächstes Wort für Run. Read, R-E-E-D. R-E-E-D. Unten links. Unten links ist No. Flo. You? Nein. You. Nur you. Y nur you. Ja. Ja, habe ich angeklickt. Nächstes Wort für Flo ist LED. Wie die Lampe. LED Mitte links. Mitte links ist okay. So, Run. Blank. Blank habe ich. Blank habe ich. Nächstes Wort für Run. Ey, das geht gut gerade. There. T-H-E-I-R. T-H-E-I-R. Rechts, Mitte. Rechts, Mitte ist U. Y-U-U. So, Flo. Middle. Nein. No. No habe ich. Nächstes Wort für Flo ist... Read. R-E-A-D. Mitte rechts. Mitte rechts ist okay. Run. Sure. U R. Nein. Y O U R. Y U ja habe ich. U R mit A R E war das ja? Ja mit A R. Okay, dann nehme ich Y U R ist entschärft. So, Run, die nächste für dich blank. B L A N K. Flo? Rechts. Rechts. Ah nee, Entschuldigung, rechts. Rechts ja. Mitte. Rechts, Mitte ist UR, die beiden Buchstaben. Yeah. Flo? Mittel? Nein? No. No habe ich. No habe ich. Nächstes für Flo. Says. S-A-Y-S ist unten rechts. Das weiß ich schon, das habe ich mir mal gemerkt. Ja, genau. Das ist U-H-U-H. U-H-U-H. So, okay, Run. Dann. U. U-R. Nur das U. Nur das U. Habe ich. Nächstes Wort für Run. Ist Jur, Y-U-U-R. Y-U-U-R, rechts, Mitte. Rechts, Mitte ist U-H-H-H. Flo. U-R. Hab ich. Nächstes Wort für Flo. Read, R-E-E-D. Wir haben genau eine Minute noch. Passt. Läuft gut. R-E-E-D. Ja, unten links. Unten links ist Next. So, Run. Ready. Nothing. Ja, ready habe ich. Nächstes Wort für Run. Ah, mach schneller. Jur. Y-U-U-R. Rechts, Mitte. Rechts, Mitte ist Sure. S-U-R-E. Flo? Ja, what? Fragezeichen? Nein. U-H. H-U-H? Ja. Nächstes für Flo ist Hold On. Hold On, unten rechts. Unten rechts ist Next. Run? U-R. Dann? Ja, U R A R E, ja? Ja, U R. Okay, habe ich entschärft. So, Flo. What? Ach. Fragezeichen. U H. Ja, what? Fragezeichen. Ja, 15 ja, Sekunden. Geil. 15,95 Sekunden. Der Hammer. Das war geil. Perfekt. Wow. Was ein Teamwork, ey. Was ein Teamwork. Das ist Teamwork. Also dafür haben wir Daumen hoch verdient. Da haben wir aber bitte gleich zwei. Weil wir haben ja zwei, ich habe zwei Bombenentschärfungsexperten, die haben sich beide Mühe gegeben.
parallel. Ja. Yeah. Ich muss natürlich jetzt durchatmen hier. Ja, kurze Schnaufpause. Wenn jetzt viermal Morsen kommt. Ach, bitte nicht, ey. Aber ganz ehrlich, wenn wir da mehr Dinger, also viel schneller hätten wir es jetzt auch gar nicht machen können. Ihr müsst ja noch raussuchen, man muss die Wörter halbwegs deutlich aussprechen. Wenn wir da, wir haben schöne Sachen bei gehabt, dass die Wörter, teilweise war das erste Wort immer, ne? Oder das zweite. Die waren ziemlich am Anfang, ja. Erste, zweite oder maximal das dritte Wort, glaube ich. Puh. Das sind noch 14 Stück in Reihe. Krass. So, die nächste Bombe heißt Fiendisch. Was heißt denn Fiend nochmal? F-E-I-N-T, oder? F-I-E-N-D, ja. Fiend. Ich kenne nur Alan Sex Fiend, aber... Fiend? Warte, kann ich dir sofort sagen. Heißt Feind. Teufel, Unhold, Satan, Unmensch, böser Geist. Ah, teuflisch, okay. Teuflisch. You have all the experience you need to defuse this. You just need to execute. Wir müssen es einfach nur machen. Aus irgendwelchen Gründen gehe ich einfach mal schon mal zu den Kabelsequenzen. Da bin ich relativ nah bei den Labyrinthen und bei den Passwörtern. Ja. Geh mal zum Keypad. Hab so eine Verdacht. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch irgendwie alles drin ist. Und ich gehe schon mal vor die Tür, weil es kommt bestimmt morgen. Das ist 6 Module, 5 Minuten, 3 Strikes. Das ist immerhin mal wieder etwas. Ich kann jetzt wahrscheinlich von allem etwas drin sein. Einmal bitte... Gemischtes Kompott, ich starte mal. Gemischte Tüte bitte, Frau Lange. Ich glaube, ich hätte am liebsten mal die Passwörter. Ne? Ich gebe erst die Batterien und sowas durch, ne? Okay. Kabelsequenz ist schon mal nicht schlecht. Passwort auch. Passwort. Batterie haben wir nur eine. Indikatoren sind auch irgendwie keine. Wir haben ein Vokal in der Seriennummer und sie ist gerade. Was willst du? Kabelsequenz? Kabelsequenz, ne? Passwort, okay. Z wie Zulu, T wie Theodor, I wie Ida, K wie Kaufmann, O wie Otto, E wie Emil. Nächste, U wie Ulrich, X, J wie Jens, P wie Paula, Q wie Qualle, H wie Heinrich. Nächste, ja. P wie Paula, I wie Ida, N wie Nordpol, Q wie Qualle, E wie Emil, B wie Bertha, P wie Paula hatten wir schon. Wahrscheinlich Keypad für den lieben Spielekaiser vielleicht. Du warst da doch schon. Ja. Ein weißer Stern, ein Copyright-Symbol, diese 3, die unten rechts irgendwie abgeschnitten ist, unten abgeschnitten und dieses Doppel-K. Ja. Gut, Doppel-K. Copyright, Doppel-K, abgeschnittene 3 Sterne. Passt, super. Ja. Oh, Sekunde. Könnte mal jemand zu dem Knopf unten hin scrollen? Ein Knopf, ganz letzte Seite. Wann kannst du schon sagen, wenn du was hast, sonst? Oder? Think oder Think? Mit G oder K am Ende. Okay, Knopf ist 011001. Unten Position. Muss in die Untenposition. Okay, passt. Ich gebe dir mal eine einfache Kabelsequenz eben. Ja. Drei Kabel, ein schwarzes, 2 weiße in der Reihenfolge. So. Moment, Sekunde, ich bin noch beim Passwort eben einstellen. Think, sagtest du, ja? Mit K oder mit G am Ende, ja? Ich habe kein N auf der vorletzten Stelle. Okay, dann muss ich nochmal machen. Dann machen wir weiter. Zweite Kabel durchtrennen. Okay, zweite Kabel durchtrennen. Kannst du nochmal zu dem Flo, kannst du mal zu dem Knopf scrollen, ganz nach unten? Ja. Ich sag dir die obere Lichterreihe, ja? Okay. Aus und dann aus, an, aus. Und dann sagst du mir, in welche Position? In die linke Position. Okay, passt. Okay, ja, sag mal. There. There. T-H-E-R-E. Ich hab kein R. Ich geb dir jetzt die vierte Reihe durch. Y, Z, J wie Jens, T wie Theodor, B wie Bertha, I wie Ida und wieder Y. So. Erinnern können wir einmal machen vielleicht. Flo? Ja. Eine 2. Eine 2, Knopf in der zweiten Position drücken. Zweite Position ist eine 3, ja. Nächste ist eine 1. Knopf mit Aufschrift 4. Das ist in der vierten Position, ist die 4, ja. Sekunde, ich muss mal eben... Knopf, könntest du nochmal zum Knopf gehen, Flo? Haben wir nicht mehr viel Zeit? Ja.
ist an, aus, an und dann aus, an, aus. An, aus, an, aus, an, aus, ne? An, aus. Schnell, aus, schnell, schnell, aus, schnell, an, schnell, aus, schnell. Unten, 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 unten. Ach so. Hä? Nee. Keine Ahnung, aber ich lebe noch. Okay, gut, passt. War richtig. Passwort habe ich. Ja, nee, erinnern. Jetzt. Eben erinnern erst. Eine okay. Sache zu Ende machen. Ich habe eine 4. Wir sind im dritten Schritt. Im dritten, eine 4, Aufschritt 4 drücken. Eine Aufschritt 4 drücken, okay. Passt. Das war Position. Dann habe ich eine 1. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 1. 1, selbe Position. Das ist die Position 2, ist eine 4. Ja? Eine 1. Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 1. Aufschrift 1, 3. Knopf. Hätten wir jetzt aus, aus, an. Aus, an, an. 3 Sekunden noch, das wird eng. Aus, aus, an. Aus, an, an. Oben. Komisch, ich bin schon wieder nicht hochgegangen. Ach, wir haben Strikes kassiert. Okay. Jetzt haben wir eine Kabelsequenz. Können wir mal eben das Passwort zu Ende machen? Ach so, ja, stimmt. 15 Sekunden, das überleben wir aber nicht. Sag mal Passwort. There. T-H-E-I-R. Ja, 2 Sekunden, wir sind tot. Schade. Schade. Ja, das Passwort hat es echt in sich gehabt. Wir haben, wir haben mal 3 Passwörter gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass es beim nächsten Mal funktioniert. Ich musste euch den Knopf mal ein bisschen früher ansagen. Das war jetzt dem vielen Hin und Her wahrscheinlich auch ein bisschen mitgeschuldet. Aber wir haben das Passwort noch gelöst. Ja, das ist schön. Aber ich habe hier 3 unterstrichene Buchstaben in einer Zeile. Und den nächsten 2. Ich habe hier einen Schreibfehler im Spiel. Hier steht Cause of Explosions, Time Ran Out. Dabei heißt es doch Run. Time Run Out. Danke. Ja, bitteschön. Das melde ich gleich mal an die Entwickler. Mach das. Okay. Das versuchen also bei dem Knopf gibst du immer nur die oberste Pose. Da muss ich nur ja. In der obersten Reihe schauen. Immer. Nein, es gibt nur eine, die ist doppelt. Ah, Morsen, super. Okay, ja. Okay, ein Button für Flo, würde ich sagen, erstmal. Dann gebe ich dir erstmal nur so. Mhm. Der ist blau. Ach nee, ich gebe euch erstmal die Batterien, Entschuldigung. Ja. Keine Batterien, kein Parallelport, ein E, also ein Vokal in der Seriennummer und eine gerade Seriennummer. So, und der Button ist blau und heißt Hold. Und ich würde Morsen machen mit Run. Ja. Sekunde. Ich glaube, geht noch nicht los. Jetzt. Nee, geht immer noch nicht los. Warte mal. Jetzt geht's los. Kurz, kurz, kurz. Nee, kurz, kurz, lang, kurz. Kurz, kurz, lang, kurz. Jetzt muss ich einmal warten. Ich habe den Anschluss verpasst. Passt. Ah, ist das doof. So. Ah, das dauert. Kostet gerade richtig Zeit. So. Kurz, kurz, lang, kurz. Ist der erste. Der zweite ist kurz, kurz. Nee, kurz, lang. Ist der zweite? Nee, der zweite ist auch nochmal kurz, lang, kurz, kurz. Kann das sein? Kann sein. Flo, hast du da was? Ja, gedrückt halten und dann sagen, welcher Gelb Farbe kommt. Gelb, Position 5. Boah, scheiße. Eine Sekunde zu spät, ich habe einen Strike kassiert. Morsen ist gerade doof. Okay, ich versuch's nochmal. Geht jetzt los. Flick, 3555. Meinst du? Ja, schieß los. Passt, ja, okay. Ich mache eine Kabelsequenz, vielleicht. Willst du es schon mal hinscrollen? Und ich gebe. Sequenz, ja, kannst du loslegen. Okay, blau nach C. Nein. Okay, schwarz nach B. Ja. Passt. Nächste ist rot nach A. Nein. Und schwarz nach A. Ja. Nächste ist rot nach A. Blau, Entschuldigung, streich das. Blau nach okay. C. Ja, blau nach C. Okay, ja, jetzt rot nach A, hast du schon gesagt, nein, das ist egal an der Stelle. Und rot nochmal nach A. Ja, rot nach A zu schneiden. Passt. Sekunde, schwarz nach A. Nein. Und schwarz nach A nochmal. Ja. Okay. Passt, entschärft. Knopf, Button, irgendwas. Wir machen erinnern und ich gebe mal eben aber dem Flo ein Keypad. Okay. Flo? Ja. Ein Keypad. Wir haben einmal so ein Smiley, ein TB, ein Dreizack oder Kerzenleuchter und ein C.
Dreizack, was war das letzte? Ein C. Ein C. Ein Smiley, ein TB, ein Dreizack und ein C. Gut, Dreizack, Smiley, TB, C. Dreizack, Smiley, TB, C. Einmal erinnern hätten wir. Könnt ihr gerne zusammen machen. Ist los. Oh, Kondensator. Eine 3, aber könnt ihr schon mal angucken. Aber ich muss drei einen Kondensator. 3 ist der Knopf in der dritten Position. Knopf in der dritten Position, okay. Das Doofe ist, der Kondensator ist auf der anderen Seite. Position 3 ist eine 1, ja. 3, 1. Dann haben wir eine 4. Den Knopf in derselben Position wie die 1, also auch die 3. Die dritte Position, das ist eine 4, okay. Dann haben wir eine 3. Den Knopf in der dritten Position. Das ist eine 4 wieder. Und nochmal eine 3, Sekunde, ich muss Kondensator eben, der kommt ziemlich schnell wieder hoch. Wir haben aber die Zeit, das ist auch das Letzte, was wir entschärfen müssen. Wir können uns ganz entspannt verhalten. Ja, wieder in Position, wie in Position 2. Wie in Position 2, das war die dritte Position. Das ist da wieder die 4. Und der letzte ist eine 3. Den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 4. Wie in Stufe 4. Das ist die 4. Passt, entschärft. 56 Sekunden. Wie doch. Und diesmal ohne Strikes. Ich habe mir immer Strikes eingefangen, immer vorher. Und dann dachte ich, dass bei dem Knopf hat mir dann die Strikes in dem Versuch davor ja zweimal den Arsch gerettet, ey. Oh, den Knopf, den muss man echt sehr rechtzeitig ansagen. Ihr müsst da ganz hinscrollen, dann müsst ihr gucken, dann muss ich auch noch. Ich guck gerade, wir sind jetzt bei 16 Minuten. Ich glaube, dann lohnt sich die nächste nicht mehr, ne? Ich denke mal, die machen wir in der nächsten Folge. Würde ich auch sagen. Oh, das wird wieder so eine eilige. Die heißt Pick Up the Pace, Teil 3. Moment, Teil 2 ist mir irgendwie abhanden gekommen, oder? Pick Up the Pace ist die wir hatten mit 2 Minuten 30, wo wir ein paar Versuche gebraucht haben. Und jetzt haben wir Pick Up the Pace Teil 3. Ach ja. Du Scheiße. Die Description ist No Time, Ausrufezeichen. Okay. Oh. Ratet doch mal, wie viele Module das vielleicht sind. Nee, sind 4 Module. Vier Module, kein Strike. Okay. Jetzt schätzt doch mal. Was glaubt ihr, wie lange wir Zeit haben? 32. Nein. 2 Minuten. Nein. 1,30? Ja. Nein. Irgendwie am Arsch. Wie soll das gehen? Das war's, ich bin raus, tschüss. Okay. An der Stelle frage ich mich ja, ob man da jetzt unbedingt 4 Leute für braucht oder nicht. Weil selbst wenn 4 gleichzeitig dran arbeiten, ich muss den Scheiß ja aber noch umsetzen. Vielleicht hast du ja 3 Kondensatoren und einen. Komm nicht drauf. Mausezeichen. Ich würde sagen, gucken wir gleich mal rein, aber an dieser Stelle würde ich jetzt mich hier verabschieden. Ich bin gespannt, nächste Folge was dann, das ist. Ja, schöner Cliffhanger. Und gucken, wie es wird. Ach du Scheiße. Okay, die danach, also wenn wir die nicht hinkriegen, machen wir die danach. Versuchen wir. Der Titel ist One With Everything. Einmal mit alles, bitte. Oh. Unscharfe Soße. Es sind 11 Module. Was? Ja, 11 Module, 6 Minuten. Oh Gott. Ich weiß, dass Juan und ich mal 8 Module in 8 Minuten geschafft hatten. Und das waren aber auch alles einfache. 11 Module in 6 Minuten. True test of teamwork that requires all around competency. 3 Strikes. Super. 1A. Ja, danach kommen ja schon die Extrembomben, ne? Ja, die schaffen wir auch noch. Ich glaube, jetzt gerade haben Leute gelacht, wenn sie die Aufnahme gesehen haben, weil ich habe nämlich einfach mal Pick Up the Pace 4 geöffnet und war hier beim Grinsen und dann ist mir das schlagartig entfallen. Das sind dann 1 Minute 20 für 4 Module, aber egal. Okay, ja, dann... Es wird nicht leichter. Wir könnten ein paar Aufmunterungsdaumen hoch vertragen. Auf jeden Fall. Ja, so oder so. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.